Hallo liebe Meerwasserfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bin ich für euch in Waldshut-Tiengen bei Aqua Türkis. Wir gehen gleich rein und treffen den Ullas, den Inhaber von diesem Geschäft, und werden euch mal seinen Laden vorstellen. Entschuldigt, falls ich ein bisschen verschwitzt bin, ich musste jetzt 4 Kilometer zum Laden laufen, weil die Innenstadt, die Bundesstraße, gesperrt ist. Aber schauen wir doch mal, was der Laden zu bieten hat. Das ist der Ullas, der Inhaber von Aqua Türkis. Ullas, danke, dass ich vorbeikommen durfte. Ich danke dir auch. Und deinen Laden filmen darf. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal so ein bisschen was über dich, über deine Meerwasserlaufbahn und über deinen Laden. Ich danke dir auch für deinen Besuch. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, wir stehen hier im 120 Quadratmeter Meerwasserladen. Leider, wir haben nur für Meerwasser-Aquarianer. Süßwasser haben wir nicht. Der Gedanke ist einfach das, weil Meerwasser hat so viele Auswahl, ja, kann man wirklich viel zu viel anbieten. Und wenn ich das jetzt 120 Quadratmeter teilen würde mit Süßwasser, wird wahrscheinlich zu wenig sein. Daher haben wir uns so entschieden, wir machen nur Meerwasser und dafür einfach spezialisieren wir uns über Meerwasser. Und daher haben wir natürlich etwa 36 Meter lang Fischanlagen mit 6000 Liter Wasservolumen, Fischanlagen. Und jeweils 3000 Liter LPS und Weichkorallenanlagen, ja, separat. Die Anlagen gehen wir dann auch gleich mal ab mit der Kamera, dass ihr da einen besseren Eindruck bekommt. Jetzt wollen wir euch erstmal eben das Geschäft vorstellen. Genau, und haben halt etwa auch 2000 Liter SPS-Anlagen, wo wir unsere SPS-Korallen hier züchten, ja. Sehr gut. Und Ullas, erklär doch mal, wie lange gibt es denn deinen Laden schon? Weil du bist ja mitten in der Innenstadt von Waldshut, genau, zu finden, in der Bahnhofsnähe. Also man kann auch mit dem Zug anreisen, auch recht gut mit dem Auto anreisen. Außer wie heute bei mir, dass man halt ein paar Kilometer laufen muss, weil die Bundesstraße gesperrt ist. Aber eben, sag doch mal, wie lange gibt es dich jetzt schon hier in dieser Form, in diesem Laden? Also hier bin ich seit 2 Jahren, ja. Mhm. Und jetzt sind wir beim 3. Jahr, haben wir vor ein paar Monaten unsere Jubiläum gehabt. Ja. Und seit 2 Jahren bin ich hier, aber ich mache das schon Salzwasser über 10 Jahre. Ich habe es angefangen und das ist wirklich wunderschönes Hobby, das, ja, wissen wir alle. Und darum machen wir das. Aber sind wir hier seit 2 Jahren und davor war ich zu Hause. Ich habe auch zu Hause Kellergeschäft, habe ich sehr klein angefangen. Und das war natürlich 17 Quadratmeter und Wohnfläche, also die Geschäftsfläche war natürlich zu wenig. Ja. Ja. Dann haben wir uns entschieden, etwas Größeres zu machen, aber so groß wollte man eigentlich gar nicht. Ja. Wir wollten hier Industriegebiet, kleines Ladefläche, etwa 50 oder 60, ja, Quadratmeter. Am Anfang hat die Stadt Waldshut, mhm, uns das zugelassen, okay, ja, dürfen wir machen, aber am Schluss war leider verboten, ja, weil die Lebendtiere sind innenstadtrelevant, die Umgebung, ja, gibt so ein Gesetz. Daher haben wir halt hier gefunden, war so eine Notlösung, ja, aber muss ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr froh, weil jetzt muss ich hoffentlich nicht wieder umziehen, so auf die Schnelle, ja, weil haben wir hier genug Größe, also genug Aquarium für Fische und Korallen und alles haben wir hier, ja. Und ein Vorteil hat es auch, in der Innenstadt zu sein, wenn eure Partnerin oder euer Partner kein Meerwasserliebhaber ist, dann können die oder diejenige in der Stadt shoppen gehen und ihr könnt bei Ullas eure Zeit vertreiben. Genau, richtig, ja. Dafür haben wir halt natürlich hier viele Geschäfte, das ist wirklich eine Vorteile. Ja, ja, die Frauen oder Kinder, ja, weil wird schon eine Langweile für die Leute, ja, dass die wirklich nicht Interesse haben, wenn man hier steht, weil wir haben wirklich viel Auswahl hier, was an die Korallen geht, auch Fische geht, ja, ja, auch Produkte haben wir, sehr viele Produkte hier, verschiedene Materialien, und dafür, wenn man hier kommt, braucht sicherlich eine paar Stunden, sage ich mal, von, ja, mir aus, weil wir wollen auch nicht schnell verkaufen, ja, sondern wir haben auch Freude, wenn die Leute herkommen, ja, dass wir unterhalten können, ja, und über die Aquarium, Korallen und verschiedene Themen darüber zu reden. Das, ja, ist natürlich Vorteil jetzt, wenn man Kinder dabei hat und natürlich Frauen und Familie, und dafür, die können auch shoppen, ja, gehen. Ja. Genau, also ich würde sagen, ich schnappe mir die Kamera. Ullas wird euch noch mehr erklären über seine Hardware, über die Korallen, über die Fischanlage. Wir laufen mal durch den Laden und Ullas erklärt euch währenddessen das eine oder andere. Also ich habe ja gesagt, wir nehmen jetzt die Kamera mal in die Hand und gehen jetzt in den Laden vom Eingangsbereich bis hinter zur Fischanlage mal zusammen durch. Ullas, erklär uns doch mal, was wir jetzt hier im Eingangsbereich alles finden. Also Eingangsbereich haben wir jetzt eine Aufstellungsstück, ein Aquarium, da haben wir zusammengestellt einfach mit einer Lampe, ganze Riffaufbau. Das war ein spezielles Angebot, das ist bereits verkauft worden. Okay. Und da haben wir natürlich Filterbecken, alles eigentlich komplett, die werden komplett eingerichtet. Also wir sind
schon auch eine Firma, die das ganze Aquarium, ganze komplettes Paket einrichtet, auch ins Betrieb nimmt. Ja. Ja, weil ich sehe hier hinten auch mitten im Shop, wo wir dann hinkommen, auch ein größeres Becken, was man erwerben kann. Genau. Die haben wir auch da, die können wir auch nach Wunsch natürlich. Jeder hat natürlich seine Wünsche, wie auch immer. Licht, Abschäumer und Verschiedenes natürlich, das machen wir auch nach Wunsch an Fertigung. Ja, das ist auch kein Problem. Auch wegen Aquariumgröße und so weiter, das kann man alles bestellen. Ja, sehr gut. Dann sehe ich hier, haben wir so gut sortiertes Wassertests und diverse Marken. Sag dann mal, was du so ganz grob im Sortiment hast, was man bei dir finden kann. Ja, haben wir eigentlich generell alles da, von wirklich guten Herstellern, von Tropic Marine, Arca, Microbelift, Colorleaf, verschiedene Sachen, Futter und alles mögliche, Salifat, Fests und natürlich, wenn es Futter geht, die haben wir auch da. Und sonst hier eben bieten wir verschiedene Pumpen, Hardware und so weiter, alles mögliche. Und ja, auch die Neuheiten, wie die Neuheiten, genau, die neuen, wie man jetzt überall im Internet, in den Foren und so weiter sieht. Genau, die bieten wir auch an. Und Versorgungssysteme sehe ich jetzt hier, oder? Ich sehe zum einen AT Essentials, ich sehe aber auch Fauna Marine sehr stark vertreten. Natürlich, ja. Fauna Marine Produkte finde ich sehr, sehr stark, weil ich nehme auch gewisse Produkte bei mir ins Becken, pflege ich auch meine Tiere, da sehe ich natürlich, funktioniert. Und da stehe ich auch hinter und sage ich, wenn irgendwas funktioniert, natürlich biete ich auch so gut wie möglich, was ich da anbieten kann. Das sind halt alles da, Color Elements, die Korallenfutter und verschiedene Calcium-Mix und das sind halt bei den Leitsysteme. Und da bin ich halt schon überzeugt, daher haben wir sehr vieles von Fauna Marine. Ja. Betreibst du deine Anlage mit einem Kalkreaktor oder eben eine Mischung? Ein Teil der Becken, eben wie du gesagt hast, mit Balling Life und Fauna, sage ich mal? Ehrlich gesagt, für mich, ich mache es Kalkreaktor. Ja? Da läuft alles mit Kalkreaktor, auch selbst beim APS-Anlage läuft alles über Kalkreaktor. Aber von Fauna Marine, was ich hier besonders nehme, das sind hier Color Elements, ja. Okay. Und die Tiere, die Farben finde ich wirklich gut und kann man auch gut steuern mit dem, das ist leicht gemacht mit Blau, Grün, Rot. Das ist ganz easy und ich finde es wirklich gut. Und auch von Korallenfutter zum Beispiel, die Min S nehmen wir, die Coral Sprint nehmen wir und da sehe ich halt die Polypen und so weiter passt. Da bin ich sehr, sehr zufrieden, ja. Ja. Also wir sind ja jetzt, wenn wir kurz auf der rechten Seite bleiben, hier hast du so Schnecken, Garnelen, Krebse. Ja, genau, haben wir ein paar Wirbellose. Aber hier wird bald umgebaut. Ja, das ist jetzt damals, haben wir so aufgebaut. Wir müssen halt sehen, wir im Moment haben wir ein Problem mit dem Korallenimport von Indonesien. Daher sehen wir, dass wir müssen mehr nach Züchter gehen. Ja. Und hier wird bald umgebaut nach Zuchtanlagen. Genau. Okay. Hier wird umgebaut, ja. Okay. Dann, hier sehen wir noch das hat immer noch Seepferdchen. Ein einziges, ja. Möchtest du das wieder oder möchtest du das stehen lassen oder hast du da auch andere Pläne für dieses Becken? Im Moment bleibt. Ja. Im Moment bleibt, aber natürlich, wenn irgendwann, wenn wir mehr Platz brauchen, ja, kann ja auch sein, dass wir irgendwie andere Lösungen finden müssen. Ja. Dann sind wir jetzt schon eigentlich auch an den Korallenanlagen vorbeigelaufen. Vielleicht gehen wir nochmal nach vorne und du sagst noch was zu den Korallenanlagen. Genau. Also SPS-Anlage und LPS-Anlage sind bei uns getrennt. Die laufen nicht zusammen. Und hier, man sieht es halt, die sind wirklich unsere Nachzüchten. Die sind nicht unbedingt Frecks. Ich schneide nicht unbedingt sehr kleine. Versuche einfach wirklich die Preisleistung zu passen, groß wie möglich anzubieten. Wenn jemand von mir aus auch 20 Euro Geld ausgibt, sollte schon was sehen im Becken. Ja? Ja. Und da sind halt verschiedene Stöcke. Die sind halt von Australien. Die brauchen wirklich eine Zeit, von mir aus 3 bis 5 Monate sicher, dass man die Farben wirklich intensiv sehen kann und nachzüchten sowieso, wenn man die schneidet, die bleiben erst einmal bei uns. Ja. Mindestens um die Monat, ja, sag ja, ich mal so. Okay. Vor dem Versand, ja. Aber das heißt, du importierst in dem Fall auch selbst und kaufst nicht nur bei Großhändlern jetzt in Europa ein? Ja, haben wir mal gemacht. Eigentlich ehrlich gesagt, von Indonesien haben wir importiert. Ja. Und die waren wirklich spezielle ausgesuchte Korallen. Aber im Moment Australien ist ehrlich gesagt sehr schwierig und im Moment kaufe ich von Großhändlern bei australischen Korallen, ja. Okay.
Sonst haben wir schon selbst von Indonesien viel importiert, aber im Moment ist halt so, lieber arbeiten wir zusammen mit dem Großhändler. Ich denke, haben wir dann bessere Chancen, für schönere Tiere zu kriegen, ja? Weil im Moment sehr schwierig mit dem Korallenimport aus Australien, ja. Und du hast ja auch einen Online-Shop. Den Link stelle ich unten mal in die Videobeschreibung. Wie selektierst du eigentlich, welche Korallen zum Beispiel hier für diese tollen SPS-Anlage in den Shop gehen und welche du nur hier im Ladengeschäft vorrätig hast? Ja, die sehen sie eigentlich beim SPS-Nachzüchten und Acroporas natürlich. Die sind aber leider nicht alles in online, ja. Die stelle ich immer nach und nach, weil manche Tiere brauchen wirklich Zeit und daher müssen wir halt ein bisschen Geduld haben, ja. Das ist eine Geduldübung für uns. Und hier haben wir leider zu wenig LPS im Moment. Ja. Wie gesagt, Australien wird auch schwieriger. Und ja, haben wir leider zu wenig Auswahl. Gut, bei Lobophilias, Euphilias bekommt man immer wieder mal Korallen. Aber leider im Moment ist schon, sind wir sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Ja. Ja, ich kann auch bestätigen, ich bin ja auch Kunde von Rulas und bin nicht nur zum Filmen hier. Rulas hat in der Regel wirklich eine deutlich bessere Auswahl gehabt, bevor es diese ganzen Import-Einschränkungen gab. Genau, ja. Es gibt sicherlich noch das eine oder andere auch tolle LPS, die hier vorne haben wir zum Beispiel, das ist eine Trachyphilia. Trachyphilia, genau. Ein richtig großes, tolles Tier. Ja, aber vor allem, was mir bei dir gefällt, ist es nicht alles klein, oder? Du hast auch wirklich große Tiere, genau, da, die man erwerben kann. Genau, richtig. Sodass man nicht, wenn man jetzt ein 500 Liter Becken oder größer hat, dann irgendwie 2-3 Jahre warten muss, bis es irgendwie gefüllt aussieht. Also in der Regel, mich kennen sie sehr, sehr viele hier entgegen, weil ich habe ja erst angefangen mit Online-Shop. Davor, wo wir von importiert haben, von Indonesien, ich habe nie Frags verkauft. Die waren immer wirklich schöne Stücke, spezielle Stücke, ausgesuchte Stücke. Aber im Moment leider Situation so, die Leute müssen auch das verstehen, weil das wird immer schwieriger mit größeren Tieren. Kann man sicher eine oder andere kaufen, weil geht ja nicht alle, kann man ja nicht alles fragmentieren. Aber leider, die Korallen werden einfach teurer. Und das ist halt das Grund, wieso im Moment, dass wir alle, weil auch meine Mitbewerber, die schneiden auch die Korallen, die werden immer fragmentiert. Eine Seite tut es gut für uns alle. Ja, das finde ich auch schön, wenn man auch ein bisschen nachhaltiger arbeitet. Andere Seite auch, dass die auch noch viele Leute oder mehrere Leute von schönen Korallen haben können. Weil wie gesagt, mit Fragmentieren kommen einfach weit, weil sonst mit einfach Stöcke verkaufen wird schwierig in Zukunft. Ja. Ja. Aber du hast eben noch den einen oder anderen Stock, da werde ich nachher mit dir auch noch kurz reden, bevor ich nach Hause fahre. Ich bin ja extra mit dem Auto und nicht in den Zug gekommen, dass nicht durch die Schweiz fahren muss. Denn ich werde meine Anemone aus dem großen Becken verbannen ins kleine und dann habe ich ein paar ganz tolle Plätze frei, die ich noch besetzen möchte. Die haben wir hier, ja. Genau, jetzt kommen wir hier auch zu, hier sind jetzt auch kleinere, genau, also Frags, sage ich mal. Ja, ein paar Frags haben wir auch, letzte Stücke von Indonesien. Die sind, sage ich mal, für mich die Reste, die haben wir jetzt klein fragmentiert, die warten wir, dass die wenn größer werden, die werden wir auch nach und nach anbieten, ja. Das auch diese Crafty, genau, die haben wir auch. Hast du die schon selber nachgezogen? Oder ich habe die vom Großhändler gekauft, natürlich, die waren etwas kleiner, jetzt eben, die werden größer, weil bei mir im Anlagen, ehrlich gesagt, läuft wirklich alles gut. Ja. Also das System ist schön eingefahren und die Tiere werden auch schön groß. Ja. Und dafür muss man einfach ein bisschen warten und Geduld haben. Ja. Sobald die gewisse Größe erreichen, kann sein, dass wir den nochmal fragmentieren und nochmal abwarten, dass die noch größer werden, erst dann verkaufen. Ja. Weil ehrlich gesagt, bringt uns nicht einfach die Tiere einfach rausverkaufen, einfach schnelles Geld machen. Weil so kommt man nicht ans Ziel. Ja? Ziel ist im Moment, sage ich mal, nicht nur Tasche zu füllen. Ja? Ich will hier nächste 20 Jahre, 30 Jahre von mir aus bleiben, habe ich langfristige Pläne und dafür muss man halt ein bisschen Mühe geben mit den gewissen Korallen. Ja. Genau, vor allem, ich glaube, man kann das auch sagen, du hast ja jetzt auch oder die letzten Jahre nebenbei noch gearbeitet und du hast dich jetzt komplett auf das Geschäft zurzeit konzentriert. Genau. Und damit auch den Lebensunterhalt für dich und die Familie zu erreichen. Genau, richtig. Ja, davor habe ich ja das als Nebenberuf gemacht, nebenher. Und jetzt bin ich nur hier seit ein paar Monaten. Und ja, das ist halt auch das Grund für mich, ist jetzt nicht mehr nur Hobbyjob, sondern Hauptberuf.
Ja, ich muss auch meine Familie ernähren. Und daher muss man schon richtig alles richtig kalkulieren und nicht denken, einfach verkaufen, dass man Geld hat. Ja, weil so kommt man leider nicht ans Ziel. Genau, hier Beispiel haben wir von verschiedenen Herstellern die Salze. Von Tropic Marine, genau. Also man kann bei uns alles finden. Also nicht nur Korallen oder nicht nur Fische, auch was an Produkte geht. Generell über mehr eine komplette Einrichtung. Genau, da kann man alles finden. Man kann alles Becken bei dir komplett starten. Genau, das ist möglich, ja. Okay. Mache ich auch sehr vieles. Hier Beispiel haben wir sehr vieles Zorfrex und auch Acanthastreas. Und hier haben wir jetzt die Rockarmonen bekommen. Die müssen wir ein bisschen noch warten. Die sind jetzt seit einer Woche hier etwa. Ja. Man sieht, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Die werden wir auch bald zum Verkauf stellen, auch im Online-Shop. Die werden wir anbieten. Ah, sehr schön. Ja, ja, Brustanemonen eben hast du auch immer eine tolle Auswahl da. Da habe ich auch schon die ein oder andere mitgenommen. Ja. Die Tiere stehen wirklich ganz, ganz toll und haben ein wirklich super Polypenbild. Wenn man jetzt mit einem Makro rangehen würde, was ich auf der Kamera habe, dann würde man das wirklich sehen. Also die stehen wirklich ganz, ganz toll in den Becken. Auch hier oben, Ata Chaos, glaube ich, ein riesiger Stock. Genau. Wächst schön, alles wächst schön. Ja, Schaubecken habe ich vor 2 Jahren aufgestellt. Man sieht es ja, die Korallen, die Montiporas, alles wirklich so wachsen. Also die habe ich vor 2 Monaten umgebaut. Aber trotzdem, die Wachstum ist so gut, die Korallen wachsen so schnell, wahrscheinlich muss ich bald wieder umbauen. Sieht so aus. Ja, das ist toll. Vor allem, du hast auch, stimmt, das ist mir sonst gar nicht aufgefallen, du hast ja noch so eine lilane Monty-Platte, die sieht man heute noch ganz selten. Ja, hier das habe ich von zu Hause gebracht, das war wirklich so ein Ministück. Ja. Und der wächst alles. Sehr gut. Ja, sieht schön aus, auch schöne gesunde Fische drin, Weißkehldoktor. Genau. Und eine gute Mischung. Genau. Oh, was mich hier wundert, du hast ja einen Riesenstock von dieser Echneophora lamellosa. Genau. Die habe ich bei mir ja fast verbannt, weil die alles vernässelt, aber die sieht es gut ringsrum aus. Ja. Aber eigentlich fährt die ja krass ihre Kampftinte. Ja, richtig, ja. Ich denke, die Strömung kommt ja am vordere Richtung, ja, richtig. Und da hier steht ja im Moment keine Korallen. Daher wahrscheinlich ist nicht gefährlich für die anderen. Ja. Vielleicht in Zukunft, wenn die Montiporas weiter oben kommen, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein. Ja. Nein, auch ein sehr schönes Schaubecken. Was hat es? 800 Liter ungefähr? 800 ja? etwa, ja. Nur 2 große, tolle Muscheln? Ja. Oder 3 sogar, ja? 2 riesige, eine kleinere. Aber das sind keine Tridacna, gell? Das sind schon Tridacna, ja. Okay. Die sind natürlich Nachtzüchte, nicht Wildfänge. Ja. Und ja, die sind sehr glücklich hier. Eigentlich generell, da habe ich drüben auch. Ich denke es einfach, wenn die Wasserparameter passen und wenn man regelmäßig den mal mit Aminosäuren und so weiter füttert, tut es gut. Definitiv, ja. Ja, man sieht auch hier die Trachi und so, die ist total aufgepustet. Genau. Also wirklich, wirklich toll. So, dann gehen wir mal weiter zur Fischanlage. So, jetzt sind wir beim Fischanlagen. Wir haben wirklich sehr großes Auswahl hier, auch für die Fische. Das sind wirklich gesunde Tiere. Also wir filtern nur mit dem biologisch, also mit Lebenssteinen und so weiter. Bei uns gibt es nur UVC-Kleber, starkes UVC-Kleber und ein bisschen Ozonisator. Ja. Sonst nehmen wir gar nichts. Was Medikamente angeht, da kommt nie rein. Das tun wir nicht an. Wir haben eigentlich gesagt, auch keine Quarantänebecken, weil wir bis jetzt noch nicht gebraucht haben. Ja, wir haben so viele Fächer, jede Fisch oder jede Art hat eigenes Fächer. Sobald es hier wohl Probleme gibt, ja, auch mit Kampf und so weiter, wir können Fische immer trennen. Ja, und dadurch haben sie ehrlich gesagt gar keinen großen Stress. Und ja, füttern wir die auch alles Mögliche, nicht nur Frostfutter, sondern füttern wir auch mit dem Algen, auch mit Trockenfutter, alles Mögliche. Und ergänzen sich natürlich ganz klar die gesunde Fische. Ja, also vor allem was mich bei dir immer erstaunt, deine Becken sind wirklich tiptop sauber. Ja. Und die Tiere stehen wirklich gut und ich habe es auch selber schon beobachtet, wenn ich da war als Kunde, wenn irgendwie 2 Doktorfische oder so, ein Wimpelfisch und ein Doktorfisch sich gefetzt haben, dann hast du sie sehr schnell getrennt, dass der Stresslevel ein bisschen sinkt. Genau, das lassen wir nicht, weil das bringt nichts. Ja, das geht nicht lang gut, ja. Weil ich habe hier sowieso genug Fächer. Ja. Ja, ich kann hier schnell trennen, das geht ganz schnell, weil Belastung, wenn Fische belastet werden mit dem Stress und so weiter, für die Kundenheimaquarien wird immer schwieriger, die Tiere nachzusetzen.
Ja, weil die davor einfach gestresst sind. Das wird schwierig. Und kann man bei dir auch im Onlineshop Fische erwerben? Also Fische grundsätzlich schicke ich nicht, weil ich finde es einfach, das ist zu gefährlich. Weil hört man immer wieder mal, ja, ich habe online dort Fisch gekauft oder ich habe von dort Fisch gekauft, ja, Fisch hat weiße Pünktchen gehabt, sonst noch was. In der Regel, die Händler sind nicht unbedingt schuld. Es gibt sicher Händler oder die Leute, die schauen nicht richtig an und packen sie ein und schicken sie Kunde. Das kann immer passieren, das kann auch bei uns passieren, ja. Macht man aber nicht absichtlich. Aber die ganze Transport und so weiter sollte man nicht unterschätzen. Eigentlich müsste so sein, von mir aus, jeder muss zu Hause eine Quarantänebecken haben. Wenn die Fische online bestellen, sage ich mal, eine Woche mindestens ein Quarantänebecken halten und erst danach in Gesellschaftbecken, weil die Tiere unterwegs sowieso gestresst sind, wenn man noch nachsetzt und gibt es nicht immer Revierkämpfe. Eigentlich Händler sind nicht schuld. Fisch bekommt schnelle weiße Pünktchen und sonst noch was. Wenn dumm läuft, geht ganze Anlage kaputt, ganze Fische kaputt und wird so geredet, ja, ich habe von X Laden Fisch bestellt und meine Fische sind kaputt, weil der hat mir kranke Fische geschickt. Eigentlich in der Regel, nein, nicht unbedingt, ja. Und daher spare ich mir die Ärger. Im Moment mache ich das nicht, weil ich selber, wenn ich Fisch bestelle, gehe ich auch immer selbst hin. Also bei mir kommt kaum Fische mit dem Overnight Service. Okay. Ich fahre immer meine Großhändler, ich suche meine Tiere immer aus und ich lade selber ein und bringe ich nach Hause. Und so habe ich weniger Verluste. Also darum grundsätzlich biete ich keine Versand an für die Fische. Okay. Vater, was mir bei dir auch gut gefällt, wenn ich nachher mal was für die Becken gehe, Ulas, du hast auch immer eine sehr gute Auswahl an verschiedenen Fischen. Das heißt, du hast jetzt auch Designer-Clown-Fische da, du hast aber auch große Fische, schöne Kaiser zum Teil da. Genau. Jetzt sind gerade die zwei, drei, da vorne ist noch einer, den ich dann filmen kann. Aber das ist wirklich für alle möglichen Beckengrößen normalerweise eine gute Auswahl. Genau, genau. Also, weil ich habe auch Kunden, dass die wirklich Nanobecken haben. Ich habe die Kunden, die haben 3000 Liter, 4000 Liter Becken. Und da will ich halt niemanden enttäuschen, nach zwei Stunden oder drei Stunden von mir, also eine halbe Stunde zu mir fahrt und kommt er hier, findet er nichts. Entweder sind sie zu klein oder sind sie zu groß, ja. Dafür habe ich hier Platz und biete ich gerne für euch alles Mögliche an, ja. Ja, weißt du gerade auswendig, wie viele Fischaquarien das sind? So Einzelbecken? Das sind 36 Meter, die Anlagen. Und ich schätze, wie viele Fächer sind die? Also locker. Locker sind die 60, 70 Fächer. Ja. Also locker sind die 60, 70 Fächer. Und dafür hat natürlich jede Becken, bei mir ist Vorteile. Jeder Fach hat seine eigene Zulauf und eigene Ablauf. Ja. Ja, also wenn irgendein Fisch hier was hat, kann er direkt nicht anstecken. Ja, die Wasser haben eigentlich nicht direkt zu tun, also die Fische haben nicht direkt zu tun miteinander. Weil erst kommt Wasser, unsere Filteranlagen wird durch UV. Also das heißt wirklich, bevor das Wasser eigentlich in ein anderes Becken geht, genau, geht es nochmal durch die Filteranlagen. Genau. Über UVC-Klärer, dann erst die Fächer nochmal. Und das ist, ich denke mal, schon ein großer Vorteil, ja. Ja, dass die Tiere sich nicht unbedingt anstecken, ja, mit den Krankheiten und Bakterien. Ich sage es euch erstmal, Filteranlage von LPS-Anlagen und Schaubecken. Wir haben ganz einfach gebaut, ja, also technisch eigentlich ganz easy, absolut nicht kompliziert. Wir haben nur genügend Lebensteine hier drinnen und unsere Royal Abschäumer. Da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, weil wirklich super Leistung. Ich habe eine andere Hersteller gehabt, war ich auch zufrieden, aber nicht so wie Royal. Und das ist jetzt in einem Tag, hat sich so gesagt. Wow. Genau. Und haben wir noch Kalkreaktor. Das ist eine von Grotec. Eigentlich auch nicht unbedingt spezielles, aber für LPS-Anlage definitiv genug. Ja. Ja. Oh, sehr gut. Also ich habe auch einen RE-Abschäumer, natürlich ein kleineres Modell. Ja. Und der schäumt auch nicht schlecht ab. Aber ich bin wirklich in einem Tag oder so. Ja, ein Tag. Wow. Genau. Ein Tag. Und ich habe hier wirklich wenig Fische und wenige Korallen. Aber super Leistung. Echt wirklich perfekt. Und Förderpumpe haben wir auch von Ebis. Ebis 400. Und UVC-Klärer haben wir von Fiat, aber der ist nicht im Betrieb. Okay. Also das ist im Moment abgestellt. Also das heißt wirklich, da hast du ja zum Teil ein, zwei oder drei Weißkehltopfen in diesem System, in diesem ohne UV. Genau. Sogar haben wir vorne, ich habe hier vorne bei SPS-Anlagen, wenn man anschaut, habe ich hier die Weißkehls hier, Japanikus hier
ohne Achilles hier. Stimmt. Läuft ohne Ufer, ohne nichts. Und alle im gleichen Becken. Ja, alle im gleichen Becken und läuft ohne nichts. Da habe ich auch eine Royal, die Abschäume auch von Royal, eigentlich Kaltreaktor auch von Grotec. Ehrlich gesagt, Top-Leistung, ja, weil mir geht es nicht darum, wenn man, kann man auch teure Geräte kaufen, ja. Aber wenn wirklich gut funktioniert, dann kommen wir auch ans Ziel, ja. Abschäume, klar, da sage ich gar nichts, das ist eine perfekte Leistung. Klar, ist nicht günstig, das wissen wir alle. Aber ich denke mal, für die Korallen, man muss halt schon was Gutes haben, ja, sonst funktioniert nicht. Arbeitest du mit Phosphatadsorber? Gar nichts. So? Gar nichts? Ich arbeite nur mit Wasserwechsel, einfach nicht viel Fische oder nicht wenig Fische. Einfach genügend Fische, genügend Futter und genügend Zusatzstoffe und regelmäßig Wasserwechsel. Dann funktioniert ja eigentlich gar nichts. Also wir haben vorgestern eine Testergebnisse gekriegt von ECP, von ATI. Also war fast 100%, ja, alles. Also sind wir sehr, sehr zufrieden. Ja, sehr gut. Das sieht man auch natürlich an die Korallen und an die Polypen. Ich habe eigentlich irgendwie Verdacht gehabt, ob ich ehrlich gesagt überdosiert habe. Aber war doch nichts, weil ich schaue jeden Tag sicher eine halbe Stunde, Stunde meine Korallen locker. Und da gucke ich immer, wenn ich irgendwas ändere, und das empfehle ich jedem. Wenn man irgendwie Lichtänderungen macht oder die irgendwelche Methode von mir aus Baling Light oder andere macht, ATI spielt absolut keine Rolle. Sollte man einfach immer wieder mal anschauen, die Tiere, wie die Tiere reagieren. Und da mache ich jeden Tag, tagtäglich, und schaue ich den an, wenn ich, egal was ich hier ändere, schaue ich mal, wie die Tiere, wie die Korallen reagieren. Ja? Das sind Beispiel unsere Lampen, da bin ich jetzt dran. Die werden hoffentlich bald in den Markt geführt. Und das sind noch nicht mal in Deutschland, aber die werden bald. Und da sind wir aber in der Testphase. Aber funktioniert ganz gut. Sind wir zufrieden mit dem Ergebnis. Auch, stimmt das? Du hast ganz wenig T5. 4 da, glaube ich, das sind T5 drin, oder? Ja, das sind T5. Aber hinten vor allem die LPS und SOA-Becken und selbst eben hier vorne im High-End. Genau. SPS-Becken hast du nur LED-Beleuchtung. Genau, hier haben wir nur LED. Weil da wollten wir einfach unsere eigenen Lampen testen, ob die wirklich was können oder nicht. Ja? Ja. Ergebnis ist definitiv da und das sehen wir auch. Funktioniert, weil selbst die australische, die SPS-Korallen, die haben wirklich Freude dran, ja. Die haben schöne Polypebild, die haben schöne Farben und die Wachstum auch stimmt, die wachsen auch. Da bin ich sehr zufrieden, ja. Ja, Olas, vielen Dank, dass du uns durch deinen Laden geführt hast. Ich hoffe, den einen oder anderen von euch hat es eine kleine Inspiration gegeben, was man bei Olas alles finden kann. Wie auch schon erwähnt, ich habe euch unten in die Videobeschreibung den Link zu deinem Online-Shop. Und auch deine Internetseite, dort findet ihr auch Kontaktdaten, genau. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, genau. Sodass ihr auch mal bei Interesse bei Olas anrufen könnt. Genau. Ja, also ich freue mich natürlich auch besonders sehr, wenn jemand mich persönlich besuchen kommt. Ja, das finde ich schöner, als online einfach einkaufen, in den Kopf, Warenkorb und dann zahlen und dann schicken. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, mit jedem persönlich kennenzulernen. Das finde ich sehr schön. Und sonst eben, Online-Shop steht nämlich kein Problem, falls es eine Frage gibt. Auch Forumlieferung, auch gerne Nachlieferung, ja. Jederzeit melden. Auch natürlich, wenn jemand kommen will, ist immer herzlich willkommen, ja. Okay, sehr gut. Dann danke nochmal für deine Zeit. Nicht so. Und jetzt im Anschluss machen wir noch ein paar schöne Bilder und Sequenzen von dem einen oder anderen Becken, mit Filter, ohne Filter, mal schauen. Alles klar. Also genießt noch die restlichen Sequenzen. Danke fürs Zuschauen. Macht mehr draus. Viel Spaß, ja.